Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Vielen, vielen Dank für den Support auf den letzten Videos. Ich freue mich, dass ihr so viel Spaß daran habt, die neuen Dinge, Tipps, Tricks, Geheimnisse von Call of Duty Black Ops Cold War mit mir zusammen zu erkunden. Ich habe es ja schon am Anfang des letzten Videos gesagt, oder vorletzten Videos, aktiv spielen. Ich mache es relativ viel aktuell im Vergleich zu Modern Warfare, wo ich nach einer Woche schon aufgehört habe. Das Skill-Based Matchmaking dieses Jahr ist absolut Wahnsinn. Und man merkt einfach bei Cold War, dass sie weniger Zeit hatten, es zu entwickeln. Und das kann ich durchaus verstehen. Das einzige Argument, was mich immer stört, ist, dass die Leute sagen, ja, es kann ja gar nicht fertig sein. Sie hatten ja nur 1,5 Jahre Zeit. Das mag sein, aber ich habe trotzdem den vollen Preis fürs Game bezahlt. Es ist ja nicht so, dass Activision oder Treyarch auf mich zugekommen sind oder auf uns als Kunden und gesagt haben, ja Leute, uns fehlen noch 10 Maps, die machen wir im Jahr und wir haben noch ganz viel Bugs und wir haben auch, man erkennt Spieler nicht so richtig und mit eurem Aim Assist, der ist auch noch nicht so richtig, deswegen zahlt man nur 30 und wenn ihr wollt, dürft ihr nochmal 30 zahlen, wenn das Spiel ganz fertig ist. Das heißt, das Argument, das Spiel kann gar nicht richtig fertig sein, mag ja sein, aber ich habe trotzdem vollen Preis bezahlt und erwarte es deswegen. Vor allen Dingen von einem Entwicklerstudio wie Treyarch zusammen mit dem Veröffentlicher Activision. Aber wir wollen darüber jetzt nicht so viel meckern, sondern es geht eher darum, dass wir die Probleme, die wir eben in dem Game haben, lösen können. Und eins dieser Probleme, was ihr alle mit Sicherheit schon festgestellt habt, ist das Thema Empfindlichkeit. Irgendwie ist es so, ich habe ja schon ein Video darüber gemacht, dass der Aim Assist schlecht eingestellt ist, dass der Aim Assist manchmal zu sehr funktioniert. Bei manchen von euch funktioniert der Aim Assist überhaupt nicht. Ich habe es jetzt auch schon gehabt. Ihr könnt ihn anstellen, ihr könnt ihn ausstellen. Manchmal funktioniert er, manchmal funktioniert er nicht. Wenn er funktioniert, funktioniert er einfach schlecht. Das ist nervig. Und jetzt haben wir ja noch ein Problem, und zwar, viele von euch sagen, irgendwie, meine Empfindlichkeit passt auch nicht so richtig. Wenn ich mit meinem Aim-Stick auf rechts die Seite, auf die linke Seite gehe, reagiert er erst zu spät oder viel zu früh oder er überdreht oder. Und es gibt in den Einstellungen 2, 3 Einstellungen, die man dazu ändern kann. Die zeige ich euch jetzt einmal. In der Einstellung von Black Ops Cold War habt ihr eine Todzone, eine Dead Zone. Diese Dead Zone beschreibt auf eurem Controller das Stück, was ihr nicht benutzt sozusagen, was deaktiviert wird. Das heißt, es gibt Controller Stick Drift. Das nennt man so, weil jeder Controller, egal ob neu oder alt, irgendwo in ganz geringem Maße das Problem hat, dass der R3 oder L3 Stick zu ganz, ganz wenig, das könnt ihr, also ihr könnt das gar nicht merken, ihr seht es nur eben auf dem Bildschirm, wenn die Dead Zone sehr niedrig ist, dass dieser Stick nach rechts oder links driftet. Der Stick Drift. Um das Ganze zu umgehen oder um dieses Problem nicht mehr zu haben, haben wir jetzt die Option, ich weiß nicht, warum wir es dieses Jahr haben, wir haben es früher auch nie gebraucht, wir haben dieses Jahr die Option, die Todzone, die Deadzone einzustellen. Das heißt, ab welchem Pegel fängt mein Controller-Stick eigentlich an, meine Bewegung zu registrieren und bis zu welchem Pegel kann ich mit dem maximal gehen? Und dieses Jahr haben wir es so, dass wir von 0 bis 99 bzw. 100 gehen können. Die Todeszone ist die niedrigste Zone, wo wir beginnen, dass unsere Befehle an den Controller vom Controller erkannt werden. Und um das für euch zu testen, und ich schwöre euch danach, es wird euer Aim verbessern und ihr werdet ein flüssigeres Gefühl beim Zielen, Laufen, Schießen haben. Geht ihr jetzt einfach in die Einstellung, ihr nehmt den Controller von euch, geht auf die Todzone und stellt sie auf 0. Und dann stellt ihr euch auf irgendeine Map und sucht euch dort einen Punkt an der Wand aus. Ihr zielt aus der Hüfte auf diesen Punkt mit eurem Punkt, den ihr durchs Fadenkreuz habt. Nur aus der Hüfte, ihr braucht gar nicht drauf zielen. Und guckt, dass das Ganze mittig auf dem Punkt ist. Und dann lasst ihr den Controller einfach los. Nicht auf der Hand, nicht in der Hand, sondern einfach auf den Tisch legen und loslassen. Wenn ihr das getan habt, werdet ihr jetzt sehen, dass dieser Punkt eben sich bewegt. Nach links oder nach rechts bei euch. Das ist Stickdrift. Das wollt ihr natürlich nicht, denn dieser Stickdrift sorgt dafür, dass egal wie gut ihr aimt oder zielt, ihr das Problem habt, dass euer Controller den richtigen Befehl eben nicht ordentlich annehmen kann, weil er automatisch in eine andere Richtung geht.
Das heißt, ihr geht jetzt in den Einstellungen dann und setzt das Ganze 2 Punkte hoch. Das heißt, ihr müsst mindestens auf 2 sein, maximal auf 99. Wenn ihr das jetzt hochgesetzt habt, probiert ihr das Ganze auf der gleichen Stelle auf der Map erneut. Jetzt probiert ihr es wieder aus und schaut wieder, bewegt er sich immer noch. Bei mir ist es so, bei mir bewegt er sich immer noch, also muss ich es nochmal höher stellen. Geht 1 oder 2 hoch. Ich weiß bei mir, bei 4 habe ich da hört es auf, der Stickdrift ist vorbei. Ich habe einen relativ neuen Controller, das heißt, der ist noch gut in Schuss. Bei 4 ist bei mir die Minimalgrenze, das heißt, ab diesem Punkt 4, ich weiß nicht, wie sie das rechnen, ob das Newtonmeter sind oder Millisekunden oder Millizentimeter, ich habe keine Ahnung, aber 4 ist der Wert, den ich für mich habe. Testet das gleiche bei euch aus. Es kann sein, dass bei euch der Stickdrift bei 2 schon endet. Es kann sein, dass der bei euch bei 8 oder 10 erst endet. Stellt ihn genauso ein, dass euer Punkt auf der Karte sich nicht mehr bewegt. Dann habt ihr die beste minimale Einstellung. Die maximale Einstellung kann ich euch nur empfehlen. Lasst ihr auf 99. Ihr wollt die Möglichkeit haben, den gesamten Kreis, den gesamten Radius von euren Sticks zu nutzen. Den könnt ihr dann am besten nutzen, wenn ihr eben nach rechts und links könnt, mit maximalem Umfang, so wie ihr das normalerweise auch kennt. Dazu gibt es noch einen Tipp für euch. Beim Aim solltet ihr jetzt eins bedenken, in diesem COD noch mehr als, glaube ich, in allen anderen CODs zuvor. Wenn ihr sowieso testet, könnt ihr es euch gerne hier angucken, braucht ihr nicht testen. Wenn ihr Jumpshottet, geht euer gesamtes Aim mit eurem Scope extrem hoch. Das bedeutet, ihr werdet eigentlich dafür bestraft, im Sprung zu schießen. Die wenigsten von euch sind es gewohnt, dass sie springen und dann automatisch mit dem Visier deutlich nach unten gehen. Normalerweise hat man das nie gebraucht. Jumpshotten ist in CODs und Shootern schon immer eine beliebte Möglichkeit gewesen, um die Hitpoints, die man hat, und die Hit-Detection und Hit-Registration auf ein anderes Level zu hieven. Hier in dem Fall ist es aber so, dass wir dadurch den kleinen Vorteil haben, dass wir eben ein bisschen hochspringen. Die gesamte Anvisierung von euch geht aber so weit nach oben, dass ihr eigentlich über den Gegner hinausschießt und euer Aim wird ganz schrecklich in dem Moment. Das heißt, wenn ihr die Einstellung für euren Deadzone-Bereich fertig habt, schaut dazu, dass ihr eben auch die Einstellung fertig bekommt, dass ihr in Zukunft weniger Jumpshots macht oder wenn ihr sie macht, dass ihr zumindest nach unten zielt. Ich hoffe, das Video hat euch heute auch wieder geholfen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus, haut rein.